So Leute, wir sind wieder im Laden. Also ich bin in meinem Stammlokal. Leute, supportet euren Local Game Store. Und ich habe mich dazu entschlossen, hier auf der schönen Tabletop-Matte einfach mal einen Booster aufzumachen und dabei die Kamera laufen zu lassen. Ja, das ist schon etwas älter. Das war das letzte deutsche Ixalan, was da noch so einsam rumlag. Und dann dachte ich mir, hey, es ist das letzte. Es wird mich belohnen. Es wird dankbar sein, dass ich es gekauft habe. Schlecken sofort ein Infiltrator. Die Piraten. Die Piraten sind so cool. Paladin, Vampir, Ritter, weiße Vampir. Die Artworks aus Ixalan sind der Shit. New Horizon. Neue Horizonte. Super schöne Karte. Windläuferin. Feuerkanonensalve. Mal der Vampire. Das ist gar nicht mal so bad. 2-2-1 Eile. Den habe ich jetzt gesehen, der wird tatsächlich gespielt. Das hat mich sehr verstört. Also bei uns bei den Standardleuten hat das jemand gespielt. Suche des Sonnenaufgangs, der ist wunderhübsch. Ist schon cool, wie er hier so sitzt auf dem Dino. Oh, die Artworks sind einfach der Shit. Fäulnisbrand, zerstöre ein Land. Solange du einen Dino kontrollierst, der hätte plus 2 plus. Wow, das ist auch nicht schlecht. Raptor-Junges. Erzürnen. Immer wenn er zugefügt wird, erzeuge einen 3. What? What? Der ist cool. Oh, das Ding wird, glaube ich, auch im Standard gespielt. In so einem Monoblue irgendwas. Das ist auch ein bisschen was wert. Ich glaube, 80 Cent oder so. Das ist schon cool. Einmal 1-1 fliegend. Man kann es für ein blaues opfern, um einen Zauberspruch und eine Fähigkeit zu interessieren, die eine Kreatur oder uns als Target hat. Das ist schon cool. Und unsere Rare ist, ich habe keine Ahnung. Was bist du? Todesschlucht Aasfresser. 3-3-2 Dinosaurier. Okay. Immer wenn der Todesschlucht Aasfresser ins Spiel kommt oder angreift, kannst du eine Karte deiner Wahl aus dem Friedhof schicken. Das ist cool. Falls du auf diese Weise eine Kreaturenkarte exilierst, zu 2 Lebenspunkte. Falls du auf diese Weise nicht Kreaturen exilierst, das ist ein aasfressender Schlamm in An. Der ist cool. Der ist gar nicht mal bad. Ich meine, 3-3-2 sind okay Stats. Man kann halt, wenn man nicht so viel Mana zum Reinpumpen hat, wie jetzt zum Beispiel ein Maverick oder ähnliches, kann man damit echt was anfangen. Man muss sich halt aussuchen, ob man Kreaturenkarten exilt oder halt nicht Kreaturen zeigen. Das ist halt auch ganz cool, dass man auch seinen eigenen Friedhof nehmen kann. Damit kann man echt eine Menge anfangen. Das ist für eine Standardkarte echt nicht schlecht, dafür, dass ich keine Ahnung von Ixalan habe. Ja. Ich find's cool. So, mal gucken, was wir das nächste Mal haben. Ich habe da jetzt so von einem neuen Set gehört für Modern Only. Mal gucken, ob ich das als nächstes mache. Oder ob ich mir vorher nochmal irgendwas gönne. Vielleicht mal ein englisches Booster? Ich bin ja eigentlich eher so der Fan von englischen Karten. Ich weiß nicht, mögt ihr lieber deutsche oder englische Karten haben? Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn Leute überhaupt hochgucken. Ich persönlich bin immer an den englischen Karten eigentlich eher interessiert. Ich habe jetzt nur deutsche genommen, weil... Naja, das, wie gesagt, war das letzte Booster, was rumlag. Ich weiß nicht, ob es mich enttäuscht hat, aber die Karte ist schon cool.